Frau Präsidentin, zwei Dinge. Ich habe das ja schon mal gemacht. Erstens, Herr Kollege, Sie sind eine Schande für dieses Haus und haben nicht alle Latten am Zaun. Und zweitens, Frau Präsidentin, ich nehme Ihre Rüge zur Kenntnis. Ich dachte auch, Mensch, das ist die letzte Sitzung vor Rosenmontag, die wir hier haben. Und offenbar hat es doch einen Bezug zum Karneval. Auch wenn man vielleicht über den Antrag nicht ganz lachen kann, habe ich mir gedacht, ein bisschen reimen, das kannst du auch. Und habe mir die Entstehungsgeschichte des Antrags mal ausgedacht und will das auch gerne noch hier zu Gehör bringen. So viel Zeit ist da. Mal wieder Fraktionssitzung bei der AfD. Man schaut aus dem Fenster, starte auf den Schnee. Ja, Schnee von gestern, das ist fein, könnte doch auch ein prima Antrag sein. Sie saßen 5, 6 Stunden und dachten nach, welches bedeutende Thema liegt denn brach? Dann kam die Erleuchtung, es wurde schon hell. Sie brachten es zu Papier, ganz schnell. Es geht ums Fernsehen, doch nicht um ARD oder Arte, sondern ums ZDF und die Deutschlandkarte. Unser Land verschwindet dort. Oh Gott, die Verantwortlichen müssen aufs Schafott. Die Entrüstung sei ja groß im Lande und überhaupt, das wäre eine Schande. Dem größten Problem seit Menschengedenken sollten wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Doch wie so oft bei einer solchen Posse wird das zum Bumerang geschossen, denn da sind die anderen schneller und entlarven die Antragsteller. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, ich muss Ihnen sagen, dieses würdelose Schauspiel, was die Inländer, danke, dass Sie es nochmal bestätigen. Also Sie ziehen dann auch noch die Bezeichnung auf sich selbst, danke. Dieses Schauspiel, was die inländerfeindlichen Fraktionen hier bieten, ist absolut beschämend. Das gibt es wohl, das ist wohl wirklich eine, Sie wollen hier Vertreter der Berliner Bürger, des deutschen Volkes sein. Ich erinnere Sie daran, was auf dem Deutschen Bundestag steht. Dr. Curio, beziehen Sie sich bitte auf Ihren Vorredner. Ich beziehe mich darauf, Frau Präsidentin, ich beziehe mich auf die Lächerlichmachung des Antrags, der begründet ist, in einer Lächerlichmachung der nationalen Identität Deutschlands. Und ich verwahre mich dagegen. Ja, Sie sehen, dieser Kindergarten, der hier teilweise versammelt ist, das sind Leute, das gibt es wirklich nur in Deutschland. Bei einer Person würde man sagen, das ist jemand, der unter einer persönlichen Ich-Schwäche leidet. Bei einer Nation, ich sehe hier in dieser Art und Weise mit so einem Thema umzugehen. Kein Land in Europa, kein Land in der Welt würde es einfallen, sich seiner eigenen nationalen Grenzen zu schämen. Hier spielt die Rolle, also sei es der kommunistische Internationalismus, sei es die Projektion des Autoritätstraumas mancher Herrschaften, die das auf den Staat projizieren, dieses Autoritätstrauma. Das, was hier veranstalten, ist eines deutschen Parlaments nicht würdig. Das sage ich Ihnen ganz klar. Dass Sie da aufjaulen und aufschreien, zeigt die tiefste Quelle der Veruntreuungspolitik der Regierung, die Sie ja mit befürworten. Es zeigt die Schwierigkeit für Sie als Bürger dieses Landes, ich zu sagen. Es zeigt eine tiefe Ich-Schwäche. Sie sind keine Vertreter des gewählten deutschen Volkes. Dr. Curio, Ihre letzte Bemerkung weise ich zurück. Hier sitzen alles gewählte Vertreter des Berliner Volkes. Dr. Gelper, Sie haben für die Erwiderung das Wort.
Drei ganz kurze Anmerkungen, weil ich will es nicht überbewerten, das hat sich schon selbst disqualifiziert. Erstens, C1 ist gelungen, ist rausgearbeitet worden, was der Antrag ist, relativ lächerlich. Punkt 2, wir sind hier mitnichten ein Kindergarten, da hätte man auch schon rügen können, finde ich, aber das ist Ihre Entscheidung. Und Punkt 3, wer Traumata hat, sollte zum Arzt gehen.